So, dann, hallo und so und herzlich willkommen im neuen Livestream-Aufnahmegedöns von Avorion. Ich bin hier gerade mittags unterwegs, weil ich gerade 2 Stunden Zeit habe für eine kleine Aufnahmesession, da ich euch ein bisschen was erklären und zeigen will. Ich habe nämlich jetzt ein paar Tage offscreen gezockt, beziehungsweise mein Schiff ein bisschen verändert. Wie man sieht, also es ist Eigenbau, es ist jetzt nichts runtergeladen, es ist auch bei Weitem noch nicht fertig. Es ist so mal der Anfang, aber mir gehen die Materialien aus, beziehungsweise die Materialien sind gar nicht so das Problem, sondern das Geld. Weil ich habe jetzt noch 267.000 Credits und brauche schon alleine 66.000 für die Crew. Weil ich mittlerweile 197 Angestellte habe. Also, hab mir 2 kleine Schiffchen gebaut. Das ist einmal das Opfer 3 und einmal der Schröder. Die zerhacken mir ein bisschen hier Kleinzeug und ich wollte eigentlich in der Zeit nur rumwuseln und Gegner killen, aber jetzt habe ich hier so lange mit den Vorbereitungen gebraucht, dass die ganzen Gegner schon von jemand anderem gekillt wurden. Schiff ist eigentlich soweit sehr geil. Ich muss nur aufpassen, wenn ich jetzt wo crashe, ich habe nicht mal die Kohle für die Versicherung. Wenn ich jetzt crashe, ist alles vorbei. Dann beginne ich absolut wieder von Null. So richtig von Null. Und das will ich nicht. Jetzt habe ich mir gedacht, eben um ein bisschen Kohle zu scheffeln, machen wir ein bisschen Piraterie, beziehungsweise werde ich dann mindestens 1 von den 2 Bergbauschiffen werde ich zerstören, beziehungsweise wieder abwracken oder wegmachen eben. Um 1 werde ich dann hier rumwuseln lassen, wo es mir dann halbwegs egal ist, ob das zerstört wird oder nicht. Und wir werden uns in der Zeit dann auf den Weg machen, andere Orte zu erkunden, andere Sachen zu erkunden und einfach mein Bergbauschiff hier dann mal bergbauen lassen, beziehungsweise in einem anderen Sektor, weil ich, wenn ich euch jetzt zeige, ich bin jetzt hier, hier oben war, glaube ich, irgendwo der Riesen Trinium mit Asteroid, den haben wir, also von hier weg bis hier runter gibt es jetzt keine Erze mehr. Hier habe ich kein einziges Erz gelassen, hier und hier auch nicht. Ich habe mich jetzt hier mal so Schritt für Schritt nach unten gearbeitet und mein Bergbauschiff will ich dann da drüben abstellen, weil das doch ein relativ großes Gebiet ist. Ja, so viel zu dem, was ich vorhabe. Ich habe jetzt bei meinem Schiff ganz gemütliche 10 Geschütztürme, glaube ich, drauf. 10 Geschütztürme und 4 Abwrackgläser, die ich natürlich wieder mit 1 und 2 positioniert habe. Und damit kann man echt lustig abwracken. Die Sensoren haben kurz Palmen von... Okay, das heißt, es kommen dann schon wieder welche. Aber ich will mich, wie gesagt, nicht hier zu lange aufhalten. Ich muss jetzt echt mal was überlegen, von wegen, dass ich mehr, nicht crashen, dass ich mehr Kohle bekomme. Und ich weiß nicht, also mit dem Handel, ich habe Handel auch versucht. Ich bin da mal ein paar Gebiete rumgesprungen und habe da Gold verkauft und Erze verkauft. Aber da kommt man echt nicht, das geht so langsam. Wenn du pro Stück Erz dann, ich weiß nicht, 100 Credits Gewinn machst oder so und nur, die kaufen dann nur gerade mal 60, 100 Stück, dann ist das für den Aufwand doch etwas zu wenig. Dein Schiff im Sektor hat keine Asteroiden. Ah, okay, haben die hier alles abgegrast? Ja, wir finden keine Asteroiden mehr. Okay, dann werden wir hier noch kurz ein bisschen abwracken und dann werden wir meine Schiffchen holen. Beziehungsweise 1 abwracken und oder auflösen. Das kleinere und das größere, bessere werden wir abstellen im Nachbargebiet. Das ist irgendwo so der Plan jetzt für diese kurze Session. Und ich habe mir diesmal echt Mühe gegeben mit meinem Schiff, mit meinem Rumpf, obwohl ich noch nicht ganz zufrieden bin. Es gibt ein paar Kleinigkeiten, die ich noch ändern will oder ändern werde. Nein, ich muss da weiter. Und ich finde es absolut geil, wenn man so weit nach vorne scrollt zum Abwracken. Weil du dann wesentlich mehr Zielgenauigkeit hast, als ob du da, wenn du da einen Kilometer hinterm Schiff unterwegs bist. Flup, 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 flup. Komm schon, hol's dir. Ja, da kann nicht mehr Wichtiges drin sein. Da haben wir noch ein kleines, das nehmen wir auch mit. Bringt alles ein bisschen Kohle. Jetzt nicht
dramatisch viel, aber... Achso, nee, das ist nur... Ich dachte mir, das wäre jetzt ein Upgrade. Beziehungsweise, was ich da sehe, ein grünes Upgrade, hat sich schon bezahlt gemacht. Was ich jetzt dann auch dringendst mal brauche, ist eine Forschungsstation. Denn ich habe schon so viele Upgrades, die ich nicht verwenden kann, die ich unbedingt erforschen lassen will auf die nächstbessere Stufe. Sofern das dann irgendwie möglich ist. Da oben ist noch ein kleines Schiff. Ach, da sind noch zwei Schiffe. Die nehmen wir natürlich alle mit. Mit 4 Abfackgläser läuft sie eigentlich ganz schnell hier. Abfacken. Und nochmal 2 Upgrades. Nehmen wir mal eine Waffe und eine Energie oder so. Noch ein Upgrade. Okay. Da, perfekt. Soll man, macht das Sinn, das kleine Ding da oben? Gucken wir mal. Nee, macht. Aber das Schiffchen holen wir uns noch. Signale werden stärker. Okay, das heißt, es kommen hier gleich noch Piraten rein. Ich weiß jetzt nicht, ob ich die noch abwarten kann. Ich muss die eigentlich gar nicht abwarten. Ja, mal gucken. Ich fliege dann mal zu meinen anderen Schiffchen. Und werde die anderen Schiffchen, also eins davon, mal abfragen. Jetzt zinge ich euch dann schon langsam vor. Hast schon Infos zum Server? Nee, jein. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen, mir ein Video dazu zu machen, weil ich die letzten Tage nie wirklich alleine zu Hause habe. Ich hätte jetzt ein Infovideo machen können. Ich habe mir gedacht, nee, ich will jetzt eine Runde streamen, weil servermäßig werde ich eine machen. 10-Slot-Server kostet mich auf 90 Tage, glaube ich, 30 Euro. Wird mal so 90 Tage Testserver wird es wahrscheinlich geben. Wobei ich dazu sagen muss, also was ich auch habe, ich habe einen Discord gemacht, der ist Eddie's, habe ich Eddie's Spacebar genannt? Ich denke. Also es wird auch einen Discord-Server geben, wo wir dann zusammen quatschen können. Der Discord-Server, den gibt es aktuell schon, den Server von Avorion noch nicht. Jetzt geben wir mal ein bisschen Boost hier. Eine Gruppe feindliche Schiffe ist erschienen. Pack ich da. Genau jetzt, wo ich da umbauen. So, und den kleinen Schröder werden wir zerstören und Opfer 3 werden wir wieder mitnehmen. Eine Sektion weiter, weil das hat doch ein kleines Schild und so. Uah, nicht crashen, nicht crashen, nicht crashen, nicht crashen, nicht crashen. Ich will da ein bisschen, ich habe Angst, wenn ich so stehen bleibe, dass dann, nee, das war rüber, das war so. Unterhavern. Okay, ja, vorne wieder volle Fälle schön gekämpft. Ich gehe jetzt mal auf das Schiff betreten. Gehe da mal drauf, markiere mir das, sage mit F Crew und so transferieren. Dann packen wir das mal alles. Das heißt, du bist zu weit entfernt. Mit 0,34 Kilometer bin ich zu weit entfernt. Echt jetzt. Und jetzt hat sich dann dagegen. So, rüber, 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 rüber. Alles drüben. Dann gehen wir in den Baumodus. Ne, Baumodus ist doch Baumodus. Baumodus. Ich muss dann zuerst ein bisschen abschneiden. Dann Baumodus. Ranscrollen die ganzen Module raus. Die ganzen Dinger weg. Und das Wichtigste mit P, das eine Upgrade raus. Und dann sagen wir, im Prinzip, Baumodus, sicherer Modus deaktiviert. Ganze Schiffchen markieren, entfernen. Ein Schiff wurde zerstört. Hat ja auch wieder ein bisschen... Was? Habe ich jetzt echt da so viel Ressourcen rausbekommen? Okay. Was haben wir denn hier eigentlich noch alles drinnen? Schiff, Energie, Warp. Ah ja, apropos Warp, das muss ich ja. Muss mich fertig mit der Vorschaffen schaffen noch. Ach Gott, schade, Daywalker. Ja, viel Spaß in der Arbeit. Auch wenn es wahrscheinlich kein Spaß ist. Bin gespannt aufs Infovideo. Ja, nicht nur du. meine Sprungreichweite. Hier sind wir. Da außen ist das Raster. Also wir können definitiv momentan echt einen kleinen Hops machen.
Und ich will jetzt, sind die fremdartigen Schiffe schon weg? Haben sie die schon wieder? Ballern die da vorne? Gucken wir mal schnell. Schnell ist relativ. Nee, das ist nur, das hat nur geblinkt. Habe ich hier irgendwas Nettes übersehen? Ach doch, da wird noch geballert. Obwohl, die sind für mich auch neutral. Nee. Wir springen jetzt eins weiter. Also ich will genau hier rüber. Das heißt, ich sage zu meinem kleinen Opfer, wie sieht es eigentlich mit dem aus? F interagieren, bauen. Haben wir schon wieder Blöcke zerstört? Nö, sieht eigentlich noch ganz... Ja doch, natürlich fehlen ihm da oben die... Das finde ich so kacke. Ich glaube, ich muss dem Ding einfach vorne weg... Noch eine beschissene Eisenhülle anbauen. Ich kann es denn beschädigtes Schiff... Ach doch, beschädigt. Was ist denn beschädigt? Ach, da oben. Reparieren. Und dann packen wir ihm da einfach noch ein paar Eisenblöcke hin, um ein bisschen mehr Resistenzen zu haben. Beziehungsweise muss ich jetzt auch wieder die ganzen Typen, die ganzen Bergbaulaser. Titan braucht man nicht. Doppel-Now nicht. Doppel-Titan. Also der hat eine Effizienz von 29. Den können wir eigentlich anpacken. Titanbergbau lassen wir weg. Titan. Trinium. Die haben natürlich alle schlechtere. Dann packen wir den noch hier hin. Hier. Trinium-Bergbau, den können wir natürlich auch anbatzen. Hallo? Trinium. Und einer geht noch. Haben wir noch einen? Doppeltrinium. Ja, perfekt. So, da hätten wir noch mehr Trinium. Die patzen wir mal alle hier hin. Trinium, Doppeltrinium, Doppel-Naonit. Ja gut, Naonit. Trinium, Naonit. Ja, die haben alle eine wesentlich bessere Effizienz. Darum lassen wir das jetzt mal so. So bin ich mit dem... Es ist eigentlich eines von meinen Ursprungsschiffen, das ich einfach nur ein bisschen umgemodelt habe und umgebaut habe. Mit einem kleinen Schildgenerator einfach, wenn Piraten... So sieht mein Schiff aber ganz leicht pervers aus. Aus dieser Richtung betrachtet. Vor allem sieht das hinten so richtig schön verschoben aus, obwohl es das gar nicht ist. Okay, dann werden wir den Baumodus beenden. Ja, guckt, da ist nichts verschoben. Passt alles. Und zu ihm sagen wir, F, Befehle, mich eskortieren. Ups. Und jetzt müssen wir nur mal das richtige Gate finden. Sprungtor, da haben wir eins, das... Nee. Reparaturdock. Ich hasse es, wenn das so ein Alp. Da haben wir einen Sprungtor nach Nord-Nordost. Das wäre hoch, das ist das Falsche. Definitiv dieses hier. West-Südwest, 63 Kilometer. Okay, dann fliegen wir in der Zeit mal vor und werden vielleicht, wenn wir noch... Wenn wir noch Zeit haben, die paar Pirätchen da oben wegglotzen. Abgestellt. Ich muss nur echt aufpassen, dass ich hier keine Asteroiden übersehe. Ich habe so, hey Cyrilus, herzlich willkommen im Spontan-Stream mit Erklärungen, was, wieso, weshalb und warum und so. Also ist jetzt nichts Spannendes, aber ich habe jetzt so viel Offscreen gebaut, wie gesagt, wie erwähnt, dass ich euch das einfach zeigen wollte. Nee, nicht aufgebaut, es ist ein absoluter Neubau. Also das Schiffchen, so gibt's. Der Nächste, was fragt. Ja, Server, ich habe noch keine Zeit für ein Infovideo gehabt. Wird wahrscheinlich Anfang nächster Woche hoffentlich kommen. Vielleicht packe ich es morgen, da ich heute auch wieder relativ wenig Zeit habe. Vielleicht packe ich es morgen aufzunehmen. Discord-Server läuft schon. Zugangsdaten werden dann irgendwann mal in der Videobeschreibung stehen. Jetzt aktuell noch nicht. Server wird gemacht. 90 Tage testweise mit Anmeldungen. Also es wird auch das Voting etwas laufen.
alle, die sich jetzt das Video, Wiederholung von dem Video sehen und sagen, ja, auf dem Server, wenn es ihn noch gibt zu diesem Zeitpunkt, was ich ja nicht garantieren kann, müsst ihr euch das Infovideo raussuchen. Ich werde rein nur unter dem Infovideo Anmeldungen annehmen, um da nicht unter 150.000 Videos Leute zusammensuchen zu müssen. Der Discord wird aber jetzt nicht rein Avorion-technisch sein, sondern der wird auch so für mich zum Quatschen verwendet werden. Und ja, alle anderen, die auf den Server wollen, es wird am Anfang ein 10-Slot-Server werden. Oder ist ein 10-Slot-Server. Wobei es Slots geben wird, die Pay-for-Slot heißen. Das heißt, wenn einer mitbezahlt beim Server, bekommt er auch hundertprozentig die Spielmöglichkeit, auch wenn der Server voll sein sollte. Dann wird einer, der nicht zahlt, gekickt. Was? Habe aber keinen YouTube-Kanal. Nee. Es geht jetzt nicht darum, dass du einen YouTube-Kanal brauchst. Es wird nur die Bewerbung von dem Zeug wird auf YouTube stattfinden. Das heißt, wenn mich die Leute nicht finden, ich glaube, ich habe in der Videobeschreibung darunter meinen YouTube-Kanal verlinkt, hier, hoffe ich zumindest. Auf YouTube wird es das Infovideo geben und die Leute müssen dann nur auf dem YouTube-Kanal unter dem Infovideo müssen sie sich bewerben für den Server. Es kann jeder mitzocken, absolut jeder. Es gibt, wird dann natürlich Richtlinien und Sachen geben, wenn man sich falsch verhält, wird man gekickt und gebannt und aber das ist natürlich wie auf jedem anderen Server auch. Und sonst ist im Prinzip fürs Erste jeder herzlich willkommen am Server mitzuzocken, mit uns Avorion zu entdecken, hoffentlich eine fette Allianz aufzubauen mit Mutterschiff und Station und weiß der Kuckuck was nicht alles. Genau, wer Scheiße baut, geht. Also ich habe mich natürlich auch über den Server informiert, es gibt Mittel und Wege, so einen Server lahmzulegen als Spieler. Falls man da jemand draufkommt, der mutwillig den Server down bringt oder das Spielerlebnis oder den Spielspaß der anderen Spieler wissentlich einschränkt, ja, da gibt es auch keine, ich weiß nicht, ob man da Ermahnungssystem machen oder so wie es in Deutschland ist mit dem Punktesystem, Punkte in Flensburg, Punkte bei Eti. Wo man dann auch, wenn man mal Scheiße gebaut, naja, aber Scheiße baut man doch eigentlich nur mutwillig und nicht unwissentlich, oder? Ja, es wird ein Passwort geben, also wobei Passwort alleine, wird absolut definitiv eine Whitelist geben. Weil ein Passwort kann jeder weitergeben, Whitelisten kann dann nur ich bzw. meine Beauftragten. Mal gucken, wer dann mit der Serverwartung noch mit einsteigen will, wer mich da vielleicht unterstützen will. Wird aber jetzt nicht einer, der neu in meiner Gruppe dabei ist oder den ich noch nicht lange kenne, wird da nichts davon haben oder nichts dazu beitragen können. Sondern da würde ich mich eher auf Leute verlassen, die ich schon länger kenne oder denen ich schon mehr zu tun gehabt habe. Es wird natürlich alles, jeder bekommt seine Chancen, jeder kann sich einbringen. Aber ja, das kommt dann noch alles detailliert in einem kleinen Infovideo. Und ich will euch jetzt nicht die ganze Folge hier über den Server schwafeln, wenn es den vielleicht schon gar nicht mehr gibt. Ja, aus verschiedenen. Da muss man sich dann darüber Gedanken machen oder quatschen, wie man was wo haben möchte. Aber lass uns mal Zeit. Jetzt muss der Server zuerst mal laufen, dann müssen die Bewerbungen raus und ich schätze, aktiv zum Aufnehmen und zum Spielen, also werde ich beginnen, wahrscheinlich irgendwas um Anfang Februar mit dem Server. Ist jetzt mal das angepeilte Ziel von mir. Aber mal schauen. So, F interagieren, Befehle. So, du hast hier genügend Arbeit, geh abbauen. Lass mich in Ruhe. Ja. Gut. So viel zu dem, der baut hier ab. Hier gibt es nämlich wieder definitiv, also wir sind hier rein in so einem Bergbaugebiet, wo auch nur Minen rum sind. Und wenn du hier guckst, Asteroid, 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 Asteroid. Also hier sind sie überall da, hier, dort, überall. Also. Und das ist nicht das einzige Feld. Hier haben wir ein Feld, da haben wir ein Feld, dort haben wir ein Feld. Überall sind Asteroiden drinnen da.
tonnenweise. Also hier, ich hoffe, dass er nicht zerstört wird, mein kleiner Miner, in der Zeit, wo ich jetzt nicht hier bin.